Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gummo. Wir haben in der letzten Folge mit einer Atombombe, die hier aus dieser Klappe kam, die ganzen Alien-Roboter und die Panzer zerstört. Da war hier hinten einfach ein Atompilz, richtig lustig. Jetzt haben wir alles in Schutt und Asche gelegt, aber die Bank steht noch. Ich möchte mal gucken, was da jetzt kommt. Ob da was anderes kommt. Ja, schön, ne? Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen dann einfach mal weiter. Da hinten steht wer? Steht da wer? Nee, wohl eher nicht mehr. Kann man hier jetzt nach hinten? Nee. Man kann nur noch zurück. Okay. Warte, ich möchte... Ach, lieber... Warte, hier hinten war nichts mehr. Gut. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Mit der schönen Bank, die unzerstörbar ist und Musik spielt. Ah ja. Die sind eingeschlafen inzwischen. Und wir nehmen unser Item wieder. Und da hinten spielt jemand mit einem Laserschwert. Und wird von einem riesigen Wolf getötet. Reitet jetzt mit dem Wolf weg. Ja, wer es braucht, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter, ne? So, was haben wir denn hier? Oh, da würde ich nicht so nah rangehen. Was ist das denn? Ein Frosch. Sowas konnte ich noch nie. Ich sag euch, daran werde ich verzweifeln. Wieso kann das nicht leichter sein? Ach, ich verstehe es nicht. Na gut, ich knurre ein wenig rum und während ich das tue, ihr kennt ja das Spiel, das spielt man als kleines Kind oder auch noch als Erwachsener. Ja, ich knubbel ein bisschen rum und wenn ich es hab, dann hab ich's und wenn nicht, dann geht's da weiter, wo ich aufhöre, das zu versuchen. Bis dann. Also, ich bin hier immer noch am Probieren und hat das eben fast hingekriegt. Zumindest hatte ich die Dose. Aber jetzt habe ich es wieder umgeworfen. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, also das konnte ich nie und das werde ich auch nie hinkriegen. Das würde mich zum Verzweifeln bringen. Ich hoffe inständig, dass das kein Muss ist. Deshalb werde ich das jetzt erstmal weglegen und mich weiter umgucken. Ach komm schon, bitte nicht. Lass mich nicht dieses... Ach. Verdammt, ich hatte es geahnt. Was ist der Trick an der Sache? Immer ein scheiß Teil ist mir im Weg. Ein verdammtes Miststück.
Druck. Jetzt. Ah. Angenommen. Angenommen. Angenommen, ich krieg das hin. Das wenigstens mal. So. Ey, das kann's doch wohl nicht sein. So. So, 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 so. Vielleicht kriege ich das doch noch hin. Ich bin nicht sonderlich gut da drin und ich versuche mich ein wenig zu konzentrieren. Deshalb sag ich jetzt nicht so viel. Scheiß war's, ne? So, wenn ich jetzt das darunter setze, dann kann ich machen, dass das da ist, aber okay, machen wir das einfach mal. Das, das, das. Nee, das. Das, 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 das. Das. Aber ich brauch das da. So. Ja, Wahnsinn. Ich habe das hingekriegt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich das hinkriege. Und jetzt kann man bestimmt die Pflanze damit einsprühen. Mit Düngemittel. Yo. Das macht die Pflanze überhaupt nicht. Und wir gehen hier mal schnell hoch, bevor sie am Ende noch aufwacht. Oh, da ist ein Eichhörnchen drin. Seht ihr das? Die Augen, die hier eben vorbei sind. Oh mein Gott, da. Sicher, sicher. Können wir uns hier irgendwie die Äste hochhangeln? Hier vielleicht das aufbrechen, Äste abhacken, das Haus zerstören, die Pflanze killen. Vielleicht irgend sowas? Nee. Dann gehe ich hier nochmal runter und guck nochmal, was das hier ist. Und ob ich das irgendwie. Fail, so, ja. Aha. Was haben wir denn da? Ein Schlüssel.
Das ist gut. Noch was? Nein. Dann gehen wir wieder hier hoch. Also ich bin immer noch überwältigt, dass ich das hingekriegt habe. Es war nämlich nie meine Stärke, sowas rumschieben. Es wird es auch nicht sein, nur weil ich das einmal hingekriegt habe, ne? So, jetzt schnappen wir uns den Schlüssel und schließen da auf. Haben leider kein Messer mehr dabei für das Eichhörnchen. Yo, geile Mucke hier drin. Gehen wir hier mal hin. Und stecken mal den Stecker ein. Okay. Da geht's hoch. Wir gehen aber erstmal hier hin. Ich möchte wissen, ob ich da irgendwas rauskriege. Gibt's da das? Ein Schraubenzieher. Können wir den vielleicht mal in die Steckdose stecken? Wirklich? Ja, einfach alles wegwirft. Das findet so schrecklich die Mucke, dass es flieht. Okay, da rennt's. Da liegt... Ach nee, das ist die Tür. Jo, da ist das Eichhörnchen fort und wir haben hier dieses kleine Häuschen. Und machen gerade mal Licht an. Oh. Na gut. Zumindest haben wir Licht. How to catch... How to catch Squirrel with a... Naja, mit so einer Büroklammer. First, we need a paperclip. Then a walnut. Also erst brauchen wir eine Büroklammer, dann eine Walnuss. Dann tut man die Büroklammer durch die Walnuss stecken und scheinbar ein Faden dran platzieren, das auslegen und hinter einem Baum warten und dann warten, bis ja, so ein Vieh das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Squizzle, keine Ahnung. Und dann zieht man wohl dran und schmeißt es in ein mit Speeren angespitztes, mit Speeren versehenes Loch. Und man hat es erlegt. Gut, und was uns hier in diesem Haus noch so erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Ich wünsche euch was und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!